Guten Morgen von Venice Beach, Kalifornien. Wie ihr meiner Stimme hört, bin ich noch nicht so ganz da. Wir haben gerade 6.15 Uhr. Wir sind eigentlich immer noch total müde, seit Tagen. Aber mit dem Schlafen klappt es irgendwie immer noch nicht so richtig. Aber dieser Blick, der macht alles wieder gut. Da stehe ich auch gerne früh auf und schlafe einfach mal ein bisschen weniger. Schlafen kann ich immer noch, wenn ich tot bin. So, wir sind hier in unserer neuen Bleibe. Kleines Apartment in Venice, wo wir eigentlich immer sind, wenn wir hier sind. So wie es sich für einen guten Mann gehört, bereitet er gerade schon unser Frühstück vor. Der Angst hat, von seiner Frau Prügel zu kriegen. Man könnte es auch so sagen. Aber ich sage, er ist ein liebender Mann und bereitet uns oder einfach selber Hunger. Ein leckeres Frühstück vor. Was gibt's denn? Gibt ein paar Haferflocken mit Obst und Toast mit Schinken. Also schon wieder back to work. Wir haben es eigentlich gar nicht so krachen lassen. Und Haferflocken sind ja was ganz, ganz Leckeres. Ich glaube, das wird meine Portion. So, dazu gibt es natürlich Whey-Protein-Komplex. Also ab diesem Zeitpunkt das Komplex, kein Whey-Isolat mehr, weil wir uns jetzt doch ein paar Kohlenhydrate leisten können, in der Geschmacksrichtung Vanille. Sehr gute Kombi. Vanille. Vanille. Von unserem wunderbaren Sponsor Olymp Sport Nutrition. So, ich schwenke nochmal rüber. Diesmal haben wir nicht so ein großes Bett wie im Hotel zuvor. Aber jetzt nach der Diät will man ja auch mal wieder ein bisschen kuscheln. So, unser süßes kleines Bad. Auch alles nicht so feudal wie in Palm Springs, aber wirklich sehr süß, alles sehr sauber und ist wirklich alles nett gemacht hier. Wir sind ja immer sehr gerne. Fernseher gibt es natürlich auch. Wir haben jetzt auch nicht großartig ausgepackt, weil wir auch nur bis morgen wieder hier sind. Ja, mal sehen, was der heutige Tag für uns so bringt. Aber warm ist die Speise. Hast du was schon mal gesehen? Das gibt es, glaube ich, in deutschen Supermärkten nicht. Alle Süßspeisen und die sind warm. Keine Ahnung, was es ist. Warme Kuchen. Pudding und Kuchen. Sieht alles super aus. Wahnsinn, eine riesige Auswahl. Alles, was man braucht. Verbotene Sachen, Sachen, die erlaubt sind, man kriegt ja alles, das ist echt Wahnsinn. Also man braucht gar nicht kochen zu Hause, man kann sich alles kaufen. Sesambälle, sondern Marco-Bälle. Marco-Bälle heißt es eigentlich, ja. Wahnsinn. Das sind richtige Kunstwerke. Unglaublich. Paradies für Käsekuchen-Fans. Cashews.
kosten Burlap Quenches. 1, 2, 3, 4 verschiedene Quenches. Geröstet, ne? Gesalzen, geröstet. Ungesalzen Aminos. Cashews mit Aminos. Macadamia. Cheddar Sticks. Sesam Cheddar Sticks. Chunky Peanut Butter. 20 Gramm Protein. 0 Sugar. Eine große Auswahl gibt es bei uns nicht. Ich wüsste gar nicht, welchen Riegel ich hier nehmen soll. Ja, das sind alles Omega-3-Fettsäuren. Alles, was das Herz begehrt, aber leider nicht von Ulm. Deshalb ist es nicht so gut. Hier spricht Nathalie, das Kamerakind. Ich darf auch mal die große Kamera heute halten und film jetzt mal schön, wie der Thomas isst, damit er auch mal ins Bild kommt. So, beim Thomas gibt es lecker Sushi. Das sieht gut aus. Wir haben uns jetzt so lange hungrig geguckt. Jetzt müssen wir uns erstmal befriedigen. Und was mit mir? Ich krieg wieder nichts ab, ne? Ja, so als einzige Frau im Team muss man immer gucken, dass man überhaupt noch irgendwas abbekommt. Da liegt bestimmt noch eine Gurke irgendwo im Beutel. Oh, ja toll. Was gibt's denn bei dir? Hähnchen Teriyaki. Und hier sind die leckeren. Da ist aber mehr Teriyaki als Hähnchen. Na, ist klar. Na dann mal, guten Appetit. Viermal die Woche, weil die Regeneration natürlich auch ein bisschen langsamer wird im Alter. Ja. Und ja, da mache ich jetzt mehr Tabata. So Cardio-Training in dem Sinne mache ich gar nicht mehr. Okay, ich meine, das ist ja eine Form von Cardio-Training. Ja. Aber eben kurz und knackig, ja. Power und wie gesagt, 3 bis 4 Mal die Woche trainiere ich dann. Wie lange dauert so eine Einheit dann bei dir? So eine Einheit, ja, je nachdem wie viele Tabatas ich mache, ein Tabata. Ja, also ich mache mal 2 oder so, 20 Minuten oder so. Also das Training an sich 20 Minuten? Nee, das Krafttraining dauert schon länger. Also okay. Das Größte ist das Beintraining. Ja. Ja, das mache ich schon seit 16 Jahren. Aha. Und das dauert dann schon 1,5 Stunden. Mhm. Okay. ja, und das andere halte ich aber eher kurz. Mhm. Und Seilspringen ist auch eine gute Übung. Ja. Also das ist so eine Sache, das mache ich auch ab und zu so als Cardio. Das ist super für die Waden. Ja, genau. Und ich habe das in der Anfangsphase der Diät auch als, als mein Cardio-Training benutzt, so eine Art Hit-Training. Also ich habe dann immer abgewechselt zwischen bisschen Fahrradfahren, ja. Dann irgendwie total verausgabt beim Seilchenspringen und dann auf den Stepper oder so. Ja. Und das Ganze dann eine halbe Stunde lang und das war dann mein Hit-Ausdauertraining. Ja. Das fand ich sehr effektiv eigentlich. Ja, in der Kürze liegt die Kürze. Vielleicht. Also. Ja.
Tabata aus. Genau. Ah! Dann die Füße auseinander. Okay. Von den Ausrufen lassen. Also das finde ich auch mega interessant. Ich habe das so in der Form noch nicht gemacht. Und ich merke so richtig, dass es auf die Kondition geht. Und ich mag sowas. Ich mag eben gerne auch noch was Neues ausprobieren. Das ist tatsächlich heute das erste Mal für mich. Das ist cool, macht Spaß. Super. Normale Ausfallschritte habe ich zumindest immer gemacht im Training. Ich hoffe, das gelingt mir auch. Arme stecken. Durchstecken, durchstecken.
essen, kannst du mal gut machen. Alleine. Ist egal, ist egal. Oh,
So, wir waren jetzt unterwegs von Venice Beach zum Santa Monica Pier. Das ist immer eine schöne Strecke, um mit dem Fußball da hinzufahren. Mal vorne rechts seht ihr den ehemaligen Muscle Beach. Und er ist eben jetzt am Venice Beach. Den habt ihr ja schon gesehen. Wir werden jetzt nochmal gleich nach vorne rüberfahren. Da ist immer so ein Rummel, Riesenrad. Und da gibt es auch dieses berühmte. Was heißt das nochmal? Papa Gum Shrimp. Das werden wir uns Papa mal alle angucken. Wir fahren noch die kleine Strecke darüber und gucken uns das mal an. Liebe Leute, noch baden gehen, hat sie gerade gesagt. Ich gehe gleich noch ins Wasser. Ihr werdet es sehen. Sieht so einladend warm aus. Ich traue mich. Es sind ja auch Leute im Wasser. Kann ja nicht so schlimm sein. Hallo Robbe. Ich bin auch da. Soll ich? Okay, ich mach das. Wir haben 5 Minuten.